Hallo Fußballfreunde und willkommen zurück zum nächsten Stadion-Vlog. Heute bin ich wieder auf der Alm. Ich treffe mich gleich mit Patrick, der ist natürlich auch mit dabei, zum Abstiegskampf-Gipfel. Hertha BSC ist zu Gast bei der Arminia. Es geht um alles. Wenn Bielefeld verliert und der VfB parallel gewinnt gegen Wolfsburg, dann sieht es schon düster aus. Und Hertha hat es jetzt gut gemacht. Deswegen bin ich gespannt, was das heute gibt. Ich war ja dieses Jahr schon zweimal auf der Alm, das heißt gegen Stuttgart, Ende letzten Jahres gegen Köln. Beides mal 1-1. Mal gucken, was es heute gibt. Ich vergesse ja noch in Sandhausen gegen Schalke. Auch den Vlog mal gerne abchecken. Aber jetzt heißt es Bundesliga, Abstiegskampf, Bielefeld. Bielefeld trifft man die große Schlammern von Sky. Mega. Okay, ich habe auch wenig geschlafen, ehrlich gesagt. Ich auch. Ja. Wir waren beide gestern in Sandhausen. Ja. Du bist mit dem Zug, glaube ich, zurück. Ne? Hab ich auch Instagram gesehen. War nicht die beste Idee. Aber wir sind beide pünktlich hier. Ja. Was tippst du? Also ich würde mich sehr freuen, wenn die Arminia das packt, weil ich bin jetzt nicht der größte Hertha-Fan, muss ich gestehen. Ja. Außerdem finde ich es auch ehrlich gesagt ganz schmuck. Wer in dem Stadion hier schon mal war, das ist eine geile Stimmung. Ist auch echt einfach ein geiles Stadion, weil man so. Nee, wenn du da reingehst, bist du nah am Rasen. Ja. Ist einfach sympathisch. Ne? Ich finde die Mannschaft eigentlich auch ganz cool. Ist sicherlich sportlich nicht die beste in der Liga. Also es wird nicht einfach, aber ich würde es denen wünschen, weil es einfach auch eine Mannschaft ist, die ich auch mit betreue. Von daher würde es mich freuen, wenn sie es packen. Aber wird echt schwer. Ne? Also ich hoffe einfach mit der Unterstützung des Publikums auf ein 2-1. 2-1 Bielefeld. Ja. Mega. Aber ich bin ein grausamer Tipper, es tut mir leid. Aber ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es die Arminia packt. Ich mir auch. Also, Attacke. Danke dir. Was geht? Bielefelder getroffen. Was tippt er heute? Also, ich sag wie der Kollege gerade, mit Unterstützung der Fans. 2-1. 3-1. Die alte Dame hat 2-1 gesagt. 3-1 Bielefeld. So, das wird so ein knackiges 7-1 für uns. Oh ja, locker. Also Bielefeld gewinnt. Bielefeld auch sehr wichtig. Also ein knackiges 7-1. Wenn wir nächstes Jahr in Liga 1 bleiben, wäre schon teuer. Ja, dafür muss aber heute auch was her. Also wenn du heute verlierst, dann kommt der Sieg. Wir wollen ja nicht nächstes Jahr in Schalke spielen, wa? Ja. Kleiner Spaß. Kleiner Spaß in die Community. Sehr gut. Sehr gut. So, nach dir große Schlammern plus ein paar Bielefelder Fans, den bekanntesten hier vor allem. Patrick ist auch mit dabei. Ja, sicher. Was tippst du heute? 2-1 Bielefeld. Oh. Ich habe Wiederauferstehung im Abstiegskampf. Ich habe ja so ein Hertha getippt, wollte ich vorhin mal den Bielefelder Jungs nicht so laut sagen. wenn dann heute. Wenn dann also heute musst du kommen. Also entweder ist es die Beerdigung oder die Wiederauferstehung. Sollte der VfB parallel gewinnen und Bielefeld verlieren, dann ist es auch noch nicht offiziell, aber so dann wäre es glaube ich 5 Punkte oder so in 2 Spielen. Ja gut, das wäre es dann wohl. Also wir haben auch geile Plätze wieder. Trainer, Bank. Und dann geht's gleich los. So, das ist Pause, das ist Abstiegskampf. Man merkt es einfach fußballerisch, nichts Großartiges, was aber auch logisch ist. Es reicht halt der eine Moment. Mal gucken, ob es den für Bielefeld oder für Hertha gibt. Ich bin gespannt. Ja, zweite Hälfte läuft schon. Bielefeld gerade in der Top-Chance und jetzt Hertha wieder am Ball. Hertha führt, wollte nicht filmen, also die Kamera wollte nicht. Ja gut. Ja gut. Ei, ei.
Eieieiei. Nicht unverdient. In Summe. Aber schon bitter. Direkt nach der Pause. Ja, ärgerlich. Top-Chance durch Castro gehabt. Und dann ist es 0-1. Das ist bitter. Vor allem mal nach vorne, wenn ich geht. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Gib selber für Bielefeld. Eigentlich gehen die das überprüfen. Eieieiei. Jetzt ist Feuer drin. Gibt's Elfer, ja oder nein? Kein Elfmeter. Wundersohn! Scheiß Bügel! Scheiße! Stimmung in der Bude. Der kann auch nichts. Was ist das denn? Boah, Junge!
Wahnsinn! Der Hertha geht direkt rein und nicht zu den Ultras. Also, das war's aus Bielefeld. Zum dritten Mal Heimspiel Arminia. Zum dritten Mal 1:1. Also anscheinend soll es so sein. Also, unentschieden bringt Bielefeld nicht wirklich viel, bedingt dadurch, dass der VfB auch unentschieden gespielt hat. Ist es so wie vorher, nur dass es ein Spiel weniger gibt. Also ich bin gespannt, was bei beiden noch passiert, aber es sieht doch schon sehr stark danach aus, dass Hertha drin bleibt, Bielefeld absteigt und der VfB in die Relegation geht. Zumindest aktuell. Also heute wieder einige von euch getroffen. Mega, sogar in Bielefeld. Gestern auch in Sandhausen einige von euch getroffen. Deshalb danke dafür. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Like lassen, gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I.